Hi, willkommen zu einer neuen Folge Strange of Paradise Final Fantasy Origin. Wir sind letztes Mal in den Luftschloss hier angekommen, wo wir am Anfang eine komische Frau gesehen haben. Aber unsere Kollegen nicht. Ah, die werden aber schnell auf mich aufmerksam. Ah, das Gitter, es ist sehr gut. Hier gerade, das können wir gut abusen. Der Tombury macht mich mit, das ist nicht gut. Wir haben 10.000 Gegner und einen Tombury, der wahrscheinlich wahnsinnig agieren wird. Ich muss den Job wechseln, ich habe kaum noch Willensleiste. Der Tombury nervt extrem. Ja. Klasse, Tombury. Wenn der scheiß Tombury sie nicht eingemischt hätte. Es sind viele, viele Gegner auf einmal. Oh, ich muss das umstellen. Ich renne hier einfach durch. See anything following us? I could keep going. Enemy spotted. Be ready for anything. Wieso komme ich da nicht rein? Weil Gegner noch da sind? Oder weil ich die Fahrschulroute fahren muss. What should we do now? Ja, der Fahrstuhl musste runterfahren. Okay, der Raum ist tough. Da sind erstmal 10.000 Viecher und ein Tombury. Das sind vier Gegner, das waren doch eben gar nicht so viele. Das waren doch eben mehr. Ja, hier hinten bleiben. Der Tombury bleibt da hinten bisher nämlich. Ne, ich bleibe hier hinten. Das sieht besser aus. Letztes Mal halt den Tombury nämlich getriggert. Wie ich das geschafft habe, weiß ich nicht, aber das sieht jetzt besser aus. So, Tombury. Ah, scheiße. Och Mann, ey, diese scheiß Attacke ist OP! Ich hasse diese Viecher. Ein kleiner Fehler und tot. I think we're safe. What should we do now? Komm, hol meinen Fahrstuhl. Ah, Tombury's. Kleine, kleine Mistkröten. Du machst einen kleinen Mini-Fehler und er tötet dich sofort.
We got company. Be ready for anything. So, nicht zu... Der Tombury ist aktiv geworden, das ist nicht gut. Er bleibt noch da hinten. Ah, ich bin paralysiert, ganz geil. Von wegen, er bleibt da hinten. Ich muss die kleinen Viecher hier jetzt loswerden und hoffen, dass der Tombury mich nicht tötet. Im Moment lässt er mich in Ruhe. Hallo, lass mich hier weg. So. Nein, 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 nein! Böser Tombury! Lass mich weg! Lass mich weg! Geh weg mit deinem Küchenmesser! Dieses blöde kleine Kackvieh! Ich hasse es! Da war wieder ein kleiner Fehler und tot. Ich hasse dieses kackgrüne Vieh. Es ist viel zu OP, was seine Angriffsstärke angeht. Da hinten sind ja nur zwei Kisten, ne? Wehe, die lohnen sich nicht. Dieses kleine grüne Mistvieh macht mir mehr Probleme als der letzte Endboss, den wir gemacht haben. Ja, der Tombury macht mit. Das ist nicht gut. Der Tombury ist genau vor meiner Nase. Das ist natürlich nicht gut. Hallo, nimm deinen scheiß Trank! So, den entsorgen wir. Nimm die Anvisierung von den Nein. Hau ab! Hau ab, du Scheißvieh! So. So, Neon Jet, all in gehen. Bin schon wieder paralysiert. Er liegt. Du Drecksvieh. Ist er down? Oh, Gott sei Dank. Alter, ich hasse dieses Vieh.
Das Gleichgewicht von Licht und Finsternis in Cornea ist aus den Fugen geraten. Es stehen bereits diverse Wesen. Wird dieses Zustand nicht unterbunden, werden instabile Energien laut Beobachten in ca. 2000 Jahren die kritische Maße erreichen, was zu Cornelias tonaler Vernichtung führen wird. Zur Vorbeugung haben wir das Fremdenprojekt ins Leben gerufen. Dieser Plan wird Licht und Finsternis unter unsere direkte Kontrolle bringen, so dass wir die nötigen Werkzeuge verfügen und die jeweiligen Vorhaben zu reduzieren oder zu erhöhen. Vereinfacht gesagt werden bei diesem Projekt menschliche Arbeitskräfte, sogenannte Fremde aus der anderen Welt, in die unsere Bevölkerung dazu eingesetzt, das Gleichgewicht zu erhalten. Hierbei ist zu beachten, dass ihre Ausrüstung aus zweckdienlichen Gründen der örtlichen Zivilisation entsprechend und vor Ort bereitgestellt werden muss. Jedoch ist es keinesfalls ein einfaches Unterfangen. Wir haben uns bereits mit unseren extraplanären Kollaborateur in Verbindung gesetzt, um die für unsere Vorhaben notwendige Technologie zu beschaffen. Okay, so, weh, da ist kein guter Stuff drin. Have a look at this. I'll take that. Stufe 40, Stufe 3, ja, sehr gut. Auch Stufe 40 Sachen. Okay, dann hat sich das wenigstens gelohnt. Gibt es hier irgendwie einen Schalter, dass ich die Tore hier... Ja, da hinten. So, aber da gibt es keine Durchgänge, ne? Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, man kommt auch irgendwo hin. Nein? Dann weiter abwärts. When we first met you, Neon, you said there was no such thing as chaos. You still think that? I'll admit, this journey has had me reconsidering things. I feel like I might have even seen chaos here. Good. Now you can so, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen orientieren. Ja, von da bin ich gekommen. Das heißt, hier muss ich weiter. Da. Wenn ich den jetzt deaktiviere, komme ich zur Sphäre hin, ne? Kann ich mich heilen. Und ich kann meinen Job aufleveln. Ich habe 5 Punkte, ne? Tun wir mal den Paladin freischalten und das hier. In den nächsten Bereich. Gruft der Hinterlist. Klingt unglaublich einladend. Oh. Brace yourselves. Wir machen gleich die Wand hier kaputt. Wenn der blaue Dings mich hier lässt. Sind lauter Gegner schon da? Mann! Ich will das Ding kaputt machen! Lass mich da ran! Okay. Das geht nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, wir schnetzen die Gegner weg. So. Gleich habe ich's. Da waren etwas viele Gegner. Ich wollte mit dem Kopf durch die Wand, das hat nicht funktioniert. war da was drin? Vielleicht haben wir hier auch noch was versteckt. Das kann ich nicht kaputt hauen. Okay, dann gehen wir die Treppe weiter nach oben. Muss ich ausschalten, damit ich runterkomme. Oder? Kann ich das kaputt machen? Nein. Oh Gott. Ah, okay. Geht. Ich dachte, es wären nochmal mehr Gegner, aber es sind 1, 2, 3, 4... Oh, da ist ein Riese aber bei.
Egal, auf sie mit Gebrüll! Ja, der hat mir einen Trank gegeben, sehr gut. Nee, 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 der Riese soll mich in Ruhe lassen. Ich bin doch noch für klein da! Genau, komm her, komm her! Ohne den Riesen! So, jetzt können wir uns auf den Riesen fokussieren. Ach, der ist kaputt. Was ist mit dir denn los? Hast keinen Bock? So, da hinten haben wir noch Ausrüstung. Mitnehmen. Ah, jetzt braucht der Fahrstuhl wieder, bis er unten ist. Kammer der Einsicht. Da haben wir einen Safe Point. Sehr schön. Cubes, over there. I'll check it out. Ich denke aber, es ist noch nicht der finale Punkt. Also, ne, es ist Gladiator, das will ich nicht. Ritter. Ich habe nur einen Jobpunkt, ne? Ich kann nichts lernen. Ne, wir brauchen zwei Schritte immer. Okay, dann nicht. Ich kann meine Ausrüstung optimieren. Traps everywhere. We screw this up and there'll be hell to pay. Oh, scheiße. Hier sind solche Knarren. Time to go to work. What zum Teufel? Ein Moment, Leute, ich muss das Ding hier abstellen. So, darf ich jetzt stellen? Damit die Knarren nicht auf mich schießen? Es sind ein bisschen viele hier, kann das sein? Ist auch kaputt. Das war der letzte, ne? Das hat ganz schön reingeknallt hier. Oh, ich habe wieder einen schwarzen Hut. So. Stufe 41, Stufe 40. Das wird nicht langweilig. Und du kleiner Spacko, lass mich in Ruhe. Okay.
Ja, es ist gut, dass ich den Knopf ausgelassen habe. Hier sind noch mehr von diesen Knarren. Ah, hier ist wieder so ein Riese. Erstmal den Supporter in Form des grünen Viehs wegmachen. Aua. Lass mich mal hier raus. Ich habe reichlich von diesen Anima-Splittern, glaube ich. Vielleicht kann ich schon irgendeinen Job voll aufleveln, ohne den leveln zu müssen. Müssen wir mal gucken. So, jetzt muss ich erstmal wieder den Fahrstuhl aktivieren. Und dann müssen wir da schnell hinlaufen, weil da diese Laserkanonen im Boden sind. Was? Ich komme hier nicht rein. Moment. Ich muss irgendwie diese Brücke runterlassen. Und dann muss ich den Fahrstuhl einstellen. Wie mache ich das? Also nach unten muss ich hoffentlich nicht hin. Das würde ich auch ausschließen, um ehrlich zu sein. Kommt mir der Bereich kommt mir auch irgendwie. Ja, da war ich. Von da bin ich gekommen, nämlich. Das heißt, irgendwo muss ich einen Schalter oder sowas finden. War hier was? Das müsste ja, wenn, dann hier sein. Ah, da. So, jetzt muss ich bloß... Beeil dich, Jack, bevor du abgeschossen wirst. Satellitenboulevard. Ja, stay frosty. Yep. So, Jobmenü. Kann ich was aufwerten? Ja, ich habe 2 Punkte. Ich kann eine Fähigkeit freischalten. Oh, lol! Das nenne ich mal einen Wechsel. Könnte mir vielleicht vorstellen, dass jetzt der Boss der Area kommt. Let's see what's inside. Gucken wir mal, ob es schon soweit ist. Aber der Speicherpunkt lässt es halt schließen. Ja, Cutscene. Oh lol, das ist das Vieh aus dem Intro! Oder? Wow. Never seen it react like this. Here we are. Doesn't matter how many of you there are.
last one. Then come and meet your fate. Your foolish journey ends here. I know its name. Tiamat. Ich denke mal, das wird nicht so einfach wie in Intro. Er kann Feuer spucken. Beziehungsweise grüne Laserstrahlen machen. Und Tornado-Stürme. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe keine Chance. Aber gegen die Chimäre war die erste Phase auch scheiße. Boah. Also über Willensleiste funktioniert das, glaube ich, nicht, habe ich das Gefühl. Ja, muss ich ein bisschen besser ausweichen. Das hat mich getroffen, scheiße. Also die zweite Phase möchte ich gern schon sehen. Ich glaube, das wird mir auch gelingen. So, zweite Phase sehe ich wenigstens. Vielleicht ist die zweite Phase auch einfacher wieder bei Chimäre. Ja, was ist denn jetzt los? Nochmal Cutscene? Hey, one? Looks like it. Ich glaube nicht. Get down! Also so einfach wie bei der Chimäre wird es, denke ich, nicht werden. Ja, jetzt muss ich schon den Heiltrank nehmen. Ja, ich habe... Der kann sich heilen! Ja, die erste Phase von mir war nicht gut. Das wird auch, denke ich, nichts werden. Was? Der kann sich heilen! Das heißt, man muss das über Willensleiste machen! Ich glaube, man muss das über Willensleiste machen, weil man sich heilen kann. Alter Falter. Okay, Leute. Ich will mal sagen, den probieren wir in der nächsten Folge weiter. Zweite Fahrt scheint tough zu sein. ja, ich werde es schon hinkriegen. Irgendwie. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.